Guten Tag. Wieder ist eine neue Ausgabe der Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken erstellt. Und Sie sollten sich das unbedingt ansehen. Dieter ist beim Spielen. Es gibt eine tolle Vorausschau über die kommenden Höhepunkte hier im Kulturzentrum Staaken. Also weiter gucken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, es freut mich sehr, Sie an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen, wie gewohnt mit einem Rückblick. Diesmal gilt der Rückblick dem Spielplatzfest, das wir am Anschützweg gemeinsam mit der Kita Maretzheile am 7. Mai gefeiert haben. Mit an Bord war Kalle Hanschke, der Lieder zum Mitsingen, Mitmachen, Spielen und Tanzen dargeboten hat. Es folgt der Ausblick. Gerne laden wir Sie ein zum Kaffeeklatsch am 15. Juni mit dem Alleinunterhalter Ralf Armbruster, organisiert von den Kollegen von der AWO. Wir freuen uns auf Sie. Dann steht uns allen die Europameisterschaft ins Haus. Die geht natürlich an uns auch nicht spurlos und spaßlos vorbei. Dafür haben wir uns Uwe Spindler eingeladen, ein Mann, der mit allen Fußballwassern gewaschen ist. Er wird über legendäre Kicker, launige Trainer, schwafelnde Reporter und allen möglichen Anekdoten zwischen Europameisterschaft und Kreisliga voller Freude und Humor berichten. Am 29.06. kommt über den Umweg Cap Horn und Sydney der Reinickendorfer Shantychor zu uns, der uns mit Seemannsliedern aus der ganzen Welt erfreuen wird. Ein Nachmittag nicht nur für Meerjungfrauen und Teerjacken, sondern auch für Staakener Landratten. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich und freue mich auf ein Wiedersehen. Ihr Detlef Kleino. Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Euer Dieter Durchblick. Grüßt euch. Wisst ihr was? Ey, für was das alle Patenschaften gibt? Mann, für Bäume? Hab ich ja letztes Mal schon berichtet. So, ja, für Spielplätze. Ey, überall sind jetzt so Spielplatzfeste. Und das Kulturzentrum hat auch eine Patenschaft hier auf dem Spielplatz an der Maretzheile. Ey, da ist eine Kita. Na, noch ist ja alles ganz ruhig hier. Aber wisst ihr was? Gleich geht hier die Post ab. Da kommen die ganzen Kinder. Und ich muss euch sagen, ich glaube, die freuen sich auch schon auf das Spielplatzfest hier. Also, dann wollen wir doch mal gucken, was da los ist. Na, bis Danny. Tschüssi Koski, euer Dieter Durchblick. So, das war die neue Ausgabe der Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken. Schön, dass Sie sich diese Ausgabe angesehen haben. Das sollten Sie auch bei der nächsten Ausgabe machen. Und wie immer zum Schluss ein kleiner Spruch. Das Leben ist bezaubernd. Man muss es nur durch die richtige Brille sehen. Und tschüss.